Racing Liga. Und zwar nach dem Ausfall vom letzten Mal. Leider, muss ich sagen. Kehren wir diesmal zurück. Und zwar mit mehr Fahrern, muss ich sagen. Wir haben noch kein komplettes, oder es konnten ein paar auch nicht. Und noch kein komplettes Fahrerfeld. Aber ich finde jetzt für diese kurze Zeit ist es trotzdem okay. Vor allem, da viele Leute ja schon in den Ligen sind. Jetzt warten wir eigentlich noch, dass einer meine Einladung annimmt, dass wir eigentlich starten können. Aber das ist noch nicht der Fall, weil es geht um Punkt halb los. Da sind ein paar Sekunden noch. Von daher, ja, wird dich, glaube ich, etwas eng. So, also jetzt haben wir halb. Dann müssen wir jetzt loslegen, weil er hat wie gesagt auch noch nichts angenommen, war bei den letzten Rennen leider auch nicht dabei. Aber ich hoffe definitiv, dass heute mal alle ins Ziel kommen, wenn auch die Chancen sehr gering sind. Ja, wie gesagt, der muss halt noch, also weiß ich nicht, meine FA annehmen und okay, jetzt ist einer raus. Wieso ist einer raus? Hallo? Wieso ist einer raus? Ah, okay, jetzt ist er wieder drin. Aber es fehlt jetzt noch einer. Es sind zwei raus gewesen. Wir müssten 13 sein. Aber er hat eigentlich eine Einladung und die ist nicht abgelaufen. Die kann er eigentlich annehmen und dann reinjoinen. Eigentlich ganz normal. Jetzt sind wir. Genau, jetzt. Okay. Jetzt los. Kann losgehen. So, weil das ist der Rennstart soll natürlich auch Punkt 20 Uhr dann erfolgen, damit wir hier nicht in Verzug kommen. Jo, vielleicht noch mal eben Auto modifiziert oder irgendwas. Wird schon passen. Also, gut, also, welche Strecke heute auf dem Plan steht, natürlich, jeder kennt sie, unsere schöne Altstadt von Baku in Aserbaidschan. Also, wie gesagt, wir haben auch Ghosting aus. Vor allem, da bin ich jetzt mal gespannt. Also, das ist ja noch, dient so ein bisschen mehr als Testsaison, weil das neue Spiel sollte ja auch, ja, ich hoffe, möglichst früh rauskommen. Oder zeitnah, also, wir haben es auf 10 Rennen begrenzt jetzt. Ist jetzt unser drittes Rennen und haben jetzt 12 Fahrer drin. Wir sind aber laut App auch 18. Also wir hätten nur sogar noch zwei freie Plätze zu vergeben momentan. Zwei, die sonst gefahren sind, die konnten jetzt heute nicht. Schaue ich mir mal erstmal ein, was ich heute sehen möchte. Natürlich schnellste Runde. Natürlich. Was anderes gibt es gar nicht. Momentan ausgerüstet, beste Zeit. Beste Zeit nehmen wir. Telemetrie ist natürlich immer schön zu sehen. Rundenzeiten, die brauchen wir in der Qualifikation. So ist es einfach. Und einmal bitte die komplette Karte. So, und sehen wir schon was in der Box? Nein, die erste Minute ist bereits abgelaufen und wir sehen noch keine Aktivitäten. Da kann ich mal kurz drauf zu sprechen kommen. Also, der aktuelle Stand der Weltmeisterschaft heißt, This Other Racer, hier momentan unser P7, ist mit 44 Punkten vorne vor Shikuro Tenno mit 43 Punkten. Krupp Stalingrad hat auch zweimal aufs Podest geschafft mit 30 Punkten. 24 Punkte der Bastl, Bärenmann, der heute nicht fährt, 15 Punkte, Isbosheel, RWR Justin, 14 Punkte, Dortmunder Jung, 10 Punkte, Dav the Legend, 4 Punkte, VfL Timo, der nicht mehr dabei ist, und FT2 Tim.
2 Punkte, Death Snake 1 Punkt. Also, dann gehen wir jetzt mal raus und schauen uns einfach mal auf der Strecke A bissel um. So, wen haben wir hier? Krupp Stalingrad, einen der Top-Favoriten. Und er ist auch der Erste, der auf die Strecke gegangen ist. Hat ein schönes lilafarbenes Auto jetzt, lila-schwarz. Sieht sehr nice aus, muss ich schon sagen. So, also hier kommen wir natürlich zu unserer Lieblingspassage. Altstadt Baku. Wirklich, wirklich hart. Da geht es natürlich erstmal drum, ran testen und möglichst gut hindurchfahren. So, Mavi 17 bis 19 ist auf Mediums unterwegs. Ich weiß jetzt leider nicht, wie das Wetter so sein wird. Wir haben es auf dynamisch gestellt, aber das Wetter sieht top aus. Das heißt, es gibt keinen Regen. Nix Regen. So, dann schauen wir mal. Jetzt geht er auf die lange, lange Gerade, die runter führt in die rechtwinklige Kurve. Und das ist natürlich die beste Überholmöglichkeit überhaupt. Und hier werden wir auch gucken, wie sie sich da verhalten und was da passiert. Also, Krupp Stalingrad auf der ersten schnellen Runde. Und dann haben wir dahinter... Ja, der schaltet sogar wild durch, was ich immer nicht mag. Ich mag das normalerweise immer, wenn die Kamerasteuerung, wenn du dann einfach auf L2 oder R2 drückst, dass er dann einfach einen Rennfahrer weitergeht. Okay, aber er geht das laut Tabelle durch, also laut der Platzierung. Also im Rennen geht's eigentlich. Aber jetzt gucken wir mal die Zwischenzeiten an. Ich bin natürlich gespannt, Krupp Stalingrad gegen unseren, wo ist er, Death Snake. Er hat im ersten Rennen, was er gefahren hat, die Pole geholt mit 2 Zehntel Vorsprung, hat es dann aber nicht weit geschafft im Rennen, sagen wir es mal so. Aber natürlich dieses Mal neues Glück, neues Rennen. So, was macht unser Krupp, der als Erster gefahren ist? 1,15, 5, 6, 6. Jetzt geht es wieder auf die schöne lange Gerade, wo man echt durchziehen muss. So, der ist natürlich an. Das muss an sein. Sonst reißt hier nichts. Erste Zeit 1,39, 6. So, unser Titan. Hatte erst Titan, hat es dann umgeändert, nochmal den Namen. Und wo geht es hin? Krupp Stalingrad vor Hartmann oder Fixi. Dann unser Titan und dann Germemado 1,43,8. Okay, RWA Justin fährt auch. So, warte mal, sind da mehr auf die Schnellrunde gegangen. FT2 Tim fährt auch. So, Death Snake, da bin ich jetzt gespannt. Und Mavi 17 bis 19 steht da. Ist er raus? Ich habe nichts bekommen. Ich habe nichts bekommen. So, Death Snake fährt. Also er muss 1,39,6 fahren, aber er fährt auf Mediums. Da bin ich mal gespannt, wie er da rankommt. Wahrscheinlich... Na, oh, der ist sogar schneller. 1/10 ist er schneller. So. FT2 Tim hat sie auf die 4 gefahren, 1,40,5, eine Sekunde langsamer. So, This Other Racer hat sich auf die 5 gefahren, auch mit Mediums. 1,40,5,2,6, unser WM-Führende. Also da dürfte was gehen. Esposchiel ist noch in der Box, weiß nicht, worauf er wartet. Entweder hat er vorher oft genug trainiert noch heute. Und möchte es wirklich auf diese eine schnelle Runde drauf ankommen lassen. Oder er hat momentan noch keine Zeit zu fahren. Das kann natürlich auch immer passieren, wenn man noch was anderes erledigen muss.
Also hier ist auch wichtig, dass es rauskommt oder so. Das ist schon heiß. Also die letzten Rennen war es wirklich ein richtig hartes Duell zwischen This Other Racer und Chikuro Tenno, der momentan als 41-108 nur fährt auf Mediums. Wird wahrscheinlich Bastel da holen auf Soft locker. Aber so ganz. Also ich glaube wirklich, Favoriten sind Death Snake, This Other Racer und Chikuro Tenno. Krupp Stalingrad ist immer so ein bisschen hinten dran gewesen, vom Speed her, aber ansonsten sind hier echt absolute Top-Leute unterwegs. So, jetzt Bosch hier ist jetzt rausgefahren, hat momentan auch 14 WM-Punkte. Im letzten Rennen hat er sich da ein bisschen nach oben geschoben. Auf den sechsten Platz. So, jetzt bereitet er sich quasi vor. Also hier ist quasi immer diese Vorbereitungsphase, wie komme ich dann hinterher auf die lange Gerade mit möglichst viel Speed. So, ich muss mal kurz eben reingucken in unseren Discord-Channel, was da vielleicht los sein könnte bei unserem Mavi 17 bis 19. Momentan kam, glaube ich, nichts. Nee, vielleicht hat er einfach nur Internetprobleme und versucht reinzukommen. So, dann gehen wir jetzt auf die fliegende Runde von Esbosiel. Andere wieder auf Outlap. Justin leider auch nur mit einer 1:44.638. Da geht auf jeden Fall noch deutlich mehr. Ist Bosch hier, also oh, da hat er die Wand mitgenommen und das wird nicht nur der Reifen gewesen sein, sondern das wird der Frontflügel gewesen sein. Da bin ich mal gespannt, ob er das jetzt zu Ende fährt oder ob er, ja, da ist der Fährt auch sehr weit drüber, aber das muss man teilweise auch. Also vorne ist es wirklich saueng um Platz 3, 4 und 5. Platz 6 reißt dann ein bisschen ab momentan. Aber da glaube ich auch, dass Chikuro eine echt schlechte Runde hatte. Weil mit Mediums fährt er eigentlich da auch unter die Top 4 oder 5. So, wo stehen wir bei der nächsten Zwischenzeit? Und das war wieder die Wand angekratzt von Esbosiel. So, Krupp und Fixie sind auf der fliegenden Runde. Und Death Snake wartet. So, welche Zeit ist möglich? 1:41 vielleicht. Ja, 1:41.3. Platz 8 auf Soft. So, dann gehen wir rein. Und zwar zu Krupp Stalingrad. Momentan ja der zweite. Hier sieht man es, er fährt außen rum und nimmt damit natürlich auch ein bisschen mehr Speed mit. Also da sieht man schon diese Unterschiede zwischen Esbosiel oder halt unserem Krupp Stalingrad. So, fix ihn natürlich auch auf fliegenden Runde und zwar nochmal auf Mediums. Also, die hat er jetzt wunderbar getroffen, die Kurve. Ist er jetzt in Sektor 2 schneller? Müsste er eigentlich. Wie viel fehlt ihm? Er ist schneller und zwar fast 4 Zehntel. 4 Zehntel erstmal auf die Pole. So, jetzt ist natürlich wieder auf lang geraden. Und das geht, da gehen die Sekunden hin ohne Ende hier auf dieser Geraden. Da hat man das Gefühl, echt, die endet nie. Fix die 1, 38.861. Stark. Und Krupp fährt 1:39.263 auf die 2. So, was macht unser FT Tim?
Wo ist... Oh, this other racer kommt jetzt Richtung Ziel. Und es ist... Wohin? Wohin geht's? Platz 2, 1, 39, 1, 6, 1. Was für eine Top-Zeit. So, dann müssen wir auch mal bei Justicus bleiben. Er ist 1,6 Sekunden schneller und fährt immer noch, so wie ich es... Nee, doch, er ist auf roten Reifen unterwegs. Aber 1,6 Sekunden schneller. Na, er hat abgebrochen. Abgebrochen, vielleicht nochmal einmal eine Trainingsrunde. Krupp auch drin, Death Snake drin. FT2-Tim um 2,2 Sekunden ist er schneller. Und er ist auf Soft unterwegs. Also das wird eine richtige deutliche Verbesserung. Bastel auf die 5 vor FT2-Tim. Hat er sich vorgeschoben. So, wo geht's jetzt für FT2-Tim hin? Er ist Platz 1. 1,38, 1,06. Ja, wo hat der jetzt hergekratzt? Wahnsinnszeit. Krasse Zeit. So. German Mado ist aber langsamer unterwegs. 2,6 auch. Da muss was passiert sein. So, Bastel ist 19 schneller gewesen vorhin in der Runde. 1,40,1. Also die werden jetzt sowieso nochmal alle in die Box kommen. Und dann geht es hinter nochmal richtig los. Also Sonnenqualifikation. Natürlich schon. So, erstmal ein bisschen was zu saufen geholt hier. Dann, so, dann geht's weiter. Also, Outlap von Death Snake jetzt. Und da bin ich dann auch gespannt, wo es für ihn hingeht jetzt. Death Snake hatte im letzten Rennen die Pole. Und eigentlich mit den Softreifen kannst du hier 1,5 oder also bis zu 2 Sekunden kannst du sogar aufholen. Alleine halt, weil er mit diesem vielen Abtrieb durch diese engen Kurven kannst du richtig Gas geben. Da haben die super viel Grip. Also, gehen wir rüber. Bastel fährt in die Box jetzt. So, geht's rüber zu Death Snake und dahinter. Genau, Bastel ab in die Box. Death Snake. So, hier beginnt wie gesagt wieder die Vorbereitungsphase für die schnelle Runde. So, Energie tanken, EAS voll drin. DRS wird natürlich gleich aufgehen. So, jetzt die letzte Kurve eigentlich vor der langen Geraden, wo es jetzt fließend im ja, fast Top Speed durchgeht. So, also, dann zeig uns, was du drauf hast. Auf Soft unterwegs. Das heißt, momentan wird keiner aus der Spitzengruppe außer Shikuro Tenno auf Mediums starten. Aber ich glaube auch, dass Shikuro gleich nochmal einen richtig raushauen wird auf den Soft. Also, fliegende Runde gestartet. Erste Kurve gut durchgekommen. So, was zeigt der Sektor an? Oh, da war ein Quersteher drin. Ein riesen Quersteher. Deswegen auch 5 Zehntel zurück jetzt. Also das war es eigentlich. Das war's. Das heißt, er kann sich jetzt zurücklehnen und noch einen Versuch gleich starten. Das heißt, alles auf Minimum Benzin oder so drehen und dann wirklich nochmal eine Runde hinhauen. Aber das war wirklich ein Quersteher. Der hat natürlich die schöne Runde komplett kaputt gemacht. Und Mavi 1719 kommt, glaube ich, momentan gar nicht rein. Da muss ich noch mal kurz nachschauen, wo es jetzt dann richtig losgeht. Na, da ist nichts drin. Okay, gut. Dann schauen wir weiter. Also Death Snake wird sich jetzt weiter vorbereiten auf die nächste Runde. Bastel auch in seinem gelben Flitzer.
Platz 6 momentan. Und schon schnell unterwegs ist German Maddo. 2,5 Sekunden auf Soft schneller gewesen. Momentan P8 nur. Aber wenn das so geht, dann ist er... Ah, jetzt hat er doch 5 Sekunden verloren. 5 Sekunden? Stimmt das überhaupt? Ja doch, 5 Sekunden müssten das tatsächlich gewesen sein. Okay. So, Esbosch hier 7 Zehntel schneller. Und jetzt geht's wieder mit Vollspeed auf die lange Gerade hinzu. Die hat er, wie es aussah, gut getroffen. So, innen und natürlich ERS volle Kanne auf. Es ist Platz 7. Platz 7. Er ist an Shikuro Tenno vorbei. Ja, German Maddo hat auch komplett die Runde abgebrochen. Jetzt sind wir bei Tim. Er war die erste Runde natürlich, also die letzte 2,4 schneller. Was macht unser Fixie? Fährt auch eine Outlap. Fährt gleich auch noch über die Linie. This Other Racer ist fast 2 Zehntel zurück. Gegenüber seiner schnellen Runde momentan. Krupp Stalingrad bei 57. Da muss ich mal gucken bei Death Snake. Wie schaut es bei Death Snake aus? Die sind dicht hintereinander, die beiden. Bleiben wir erstmal bei Death Snake. Der momentane erste Pole-Anwärter. Hat da denn die Runde? Jetzt voll getroffen. Die Zeit ist abgelaufen. Keine Runden zählen mehr, nur noch die jetzt angefangen sind. So, DAS ist auf. Und jetzt heißt Casala über der Linie. 1:38,0. Paul momentan. So, Krupp Stalinger. 2 Zehntel leider was verloren gehabt. Schafft es nicht, sich zu verbessern. So, Bastel kommt auch über die Linie. Wo bleibt es bei Bastel stehen? Wird sich vielleicht verbessern können, aber an Krupp vorbei wird sauschwer. Es sind 3 Zehntel, die er hochklettert, aber nicht wesentlich groß der Unterschied. So, Shikuro Tenno war 9 Zehntel in Sektor 1 schneller. Jetzt kommt der, der wirklich ein Anwärter auf die Pole noch ist. Oder zumindest mit This Other Racer auf P3 und 4 davor steht. Aber was macht noch unser Fixie? 6 Zehntel auch eher schneller. Das würde nur reichen für Platz 3 momentan knapp. Und er ist Platz 3. So, Shikuro 1,7 Sekunden schneller auf Soft. Muss man rechnen. 41,1. Oh, das wird aber eng. Das wird definitiv eng da vorne. Er bricht's ab. Shikuro bricht die Runde ab. Uiuiui. Ja, German Maddo auch. Kann auch nichts mehr fahren. Damit ist das Qualifikationstraining offiziell zu Ende gegangen. Also eine Pole erneut für Death Snake vor FT2 Tim, Fixie, This Other Racer, Krupp Stalingrad, Bastel ist Boschiel, Shikuro Tenno, German Maddo, unser ehemaliger Titan und RWA Justin. 2 Fahrer dürfen nur auf Medium starten und zwar... Naja, für Justin ist es eigentlich wurscht, er hätte eh freie Reifenwahl gehabt, aber natürlich nach Park-Fermé-Regeln heißt es natürlich, auf Mediums wird gestartet. Und der einzige in den Top 10 halt ist Shikuro, der mit Mediums starten wird. Also das verspricht schon was. Zwischen den ersten 4 sind es 5 Zehntel Abstand. 5 Zehntel. Und dann wird sich so ein bisschen... gibt es auch Leute, die wirklich gut mithalten können mit der Dichte. Aber da werden wir dann sehen. So, jetzt ist natürlich Drückstopp. Wird es
nicht geben. Also jo, passt. Kannst rauchen, denn wie gesagt, Justin startet das Rennen um Punkt 20 Uhr. Wer nach 20 Uhr nicht da ist, dann ist es halt so. Pech gehabt. Aber bis dahin können Sie sich Strategie überlegen, wie Sie fahren. Und ja. Wieso zeigt er mir denn rechts Campique 059 an? Was ist das? Ich hoffe, das ist kein Bug, dass wir hinter sowieso neu starten können. Den haben wir ja gar nicht. Oder fehlt einer? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Okay. Okay, Mavi 17 bis 19 ist wieder drin. Was ist das? Ach, Leute. Justin, alle raus. Sorgt mal dafür, dass alle rausgehen und dann gibt's Neustart, Lobby Neustart. Ach, Leute. Man sagt halt noch, dass man, ja, wie man so schön sagt, tja, nicht drücken, dann ist doch drücken. Also, Rangliste, bitte, hallo. Oh. Jetzt habe ich sogar falschen Controller. So, hallo, nein. So. Hallo. Was soll das? So, also. Lobby, Neustart. Keine Rangliste, natürlich. Jetzt muss ich erstmal wieder alle einladen, die dazugehören. So, nur mit Einladungen, natürlich. Hoffentlich kriege ich das jetzt schnell auf die Kette. So. Erst einmal muss ich die Option einstellen, natürlich. Grid ist nicht zufällig, sondern ich muss es generieren. So. Mehrspielerauto natürlich gibt es. So, Einstellung, die gehe ich mal auf Laden. Allerdings Renneinstellung. So, Distanz, Trainingslänge, Anzahl Fahrer. Nur hier zufällig Grid Editor. Gut, muss ich gleich machen, sobald alle drin sind. Also hier jetzt einladen. Heieieiei, Mann, Mann, Mann. Zum Glück habe ich immer ein gutes Gedächtnis, wer alles mitfährt. So. Bitte hinein in die Lobby. Machen soll. Ich sag extra, na, ruhig.
zurück auf X? Nein, ich weiß nicht. Ja, das ist leider so, aber da verteilen wir in der 2 Lizenzpunkte jetzt erstmal alle rein, das ist wichtig. Rennstart, Justin, merken schon mal, 20 Uhr 7, würde ich mal, ne, 20 Uhr 6, erstmal merken. So, einer fehlt noch. Ne, zwei. So, jetzt sind alle drin. Wer ist denn das? Den habe ich doch gar nicht eingeladen. Hab ich a Bug? Bastel, okay. So. So. So, Wetter, natürlich, das muss ich noch kurz einstellen. Wo haben wir es? Wetter, Wetter. Hallo, Wetter. Da. Nicht dynamisch, sondern wolkenlos trocken. Weil die sind alle jetzt mit trocken unterwegs. Naja, passt es nämlich. Justin, wer ist dieser Kampike? Den kenne ich gar nicht. Den habe ich gar nicht eingeladen. So, dann wollen wir mal jetzt schauen. Also jetzt bin ich kolossal verwirrt, weil da einer drin ist, der eigentlich gar nicht da drin sein soll. So, gut. Also, nach unten. So. Natürlich, ich bin ja eh nicht dabei. Death Snake, wie geht's nochmal hinauf? Genau, Death Snake. Tim. Fixie. This other Racer auf 4. Grupp auf 5. Passt. Bastel auf der 6. Wo ist ein Bastel? Dann ist das Bastel. Okay. Bastel auf 6 ist Boschier 7. Shikuro 8. Wo ist Shikuro? So, 8. German Matto auf der 9. So. 11. 12. Passt. Gut. So. Also. Okay. Änderung bestätigen. Ja. Gut. Dann los, Justin. Also. Kann losgehen. So, ab in meinen Zuschauermodus. Also Leute, haut rein. Rennstart ist um 20:30. Also Leute, los, wählt an, haut rein. Aserbaidschan ist drin, Wetter ist drin und let's go. Bitte mehr bestätigen. Bitte mehr bestätigen, Leute, sonst geht's nicht weiter. Wieso drückt keiner? Danke.
5, los, einer muss doch, dann geht's los. Einer muss noch. Ja, geht doch. Ach, Leute, macht's einem nicht so schwer. Also, Leute, denkt dran. Start ist um 20.06 Uhr. Also, kurz Setup und dann geht's los. Ne? Also nach diesen Dingen wieder. Also vor allem dieses Drücken, das kostet einen 10 Minuten. Das muss man immer mit einplanen. Vor allem, da man wirklich nichts verpeilen darf eigentlich. Ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass bei Bastel irgendwas backt oder so, weil auf einmal war das komplette Internet da weg oder so, glaube ich, dass es da nicht so gepasst hat. Jetzt steht oben, Session beginnt in 20 Sekunden, okay. Dann warten wir jetzt ab. Also, vielleicht stellen wir jetzt Setup ein, muss ja eigentlich so sein. Und jetzt, genau, jetzt sind alle drin. Jetzt können Sie kurz Setup einstellen und jetzt muss ich das wieder im Auge behalten, wer drückt. Vorhin war es unser Mavi 17 bis 19. So, wichtig. Jetzt müssen Sie mal ein bisschen ausharren kurz. Jetzt gönne ich mir auch noch mal eben einen Schluck. Schluck aus der Cola-Bulle. Also, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, jetzt eben Justin das okay geben und dann geht's los. Jetzt haben schon wieder zwei gedrückt. Einer. Also, dann hoffentlich wird es ein schönes, spannendes Rennen geben. So, wo bin ich? Da bin ich. Also, ab auf die Einführungsrunde. So, jetzt muss ich mal eben hier Übertragungskamera. Intervall möchte ich natürlich sehen. Zeiten, Positionsänderung, Stops, Reifen. Reifen, das ist das Nonplusultra. Oh. Oh. Zwei, drei Leute. Drei Leute muss ich sagen. Was? Wieso ist ein Bastel da unter? Und wieso ist ein Kampike dabei? Das kann doch einfach nicht sein. Ich fasse das nicht. Das ist so.
So, jetzt das letzte Mal. So, nochmal raus, weil das geht nicht. So, ich habe Justin jetzt geschrieben. So, also das geht sonst nicht, weil wir müssen das, also das geht einfach null. Vor allem ich check's nicht, ich checke es nicht. Wieso kann man sich nicht an Regeln halten? Und der Kampike, der hat von mir keine Einladung bekommen, den hau ich raus gleich. Das geht nicht. Vor allem ich habe auf nur Einladung, wie geht das? Das kann nicht sein, sowas. Vor allem, das ist so, man bietet eine Plattform, man muss auch mal Geduld haben und das, was jetzt gerade passiert, das geht sowas von in die Zeit, das geht null. So, noch einmal, bitte. Nur Einladung. So, ihr habt es gesehen, nur Einladung, ne? So. Host-Option. Erstmal. Einstellung, natürlich, Einstellung. Laden. So. Qualifying keine, natürlich. Renndistanz, das mache ich gleich. Benutzer definiert, natürlich. So, jetzt einladen, Leute. So, und es sind 12, die ich einlade. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mehr sind's nicht. Und ich sag's euch, Leute, wenn es jetzt nicht funktioniert, dann dreh ja mal, weil das kann echt nicht sein. So, jetzt kurz Host-Option. Und zwar Wetter. Dynamisch, nicht wolkenlos, trocken. Ja, wolkenlos, trocken. Gut. So, jetzt kommt rein 12 Fahrer. 12, die fahren. Plus meine Wenigkeit. So, es sind 11, 10. Zwölf. Gut. So, jetzt bleibt so. Also, Grid. Kann man jetzt mal da hinkommen zum Grid? So, ja, können wir. So, Snake vorne. Timber auf 2. Fixie auf 3. This other racer auf der 4. Krupp 5. Bastel 6. Da ist er schon wieder. Bastel 6. Hier ist Bosch hier 7. Shikuro 8. German Maru 9. So. 10. unser Titano. 11. war Justin. Ja, und er weiß ich nicht. So, Änderung bestätigen. Ja. So, stopp. Kenn ich null. Adios, Muchacho. So, und los.
egal was jetzt ist, wir fahren das durch, dann kriegen halt die Leute, die das nicht checken, kriegen einfach eine Strafe. Hab ich doch Strecke. Oh. Danke, Justin. Muss die Strecke ab. So, und go jetzt. Und Leute, denkt dran, es gibt Parc Fermé. Das heißt, die, die in der Qualifikation die Reifen hatten, mit denen sie sich qualifiziert haben, die müssen jetzt gefahren werden. Ansonsten kann ich sagen, die Strafe wird diesmal nicht glimpflich ausfallen. Also ich rede ungefähr von mindestens 10 Sekunden, glaube ich. Startreihenfolge habe ich doch gemacht. Gibt es da irgendwas noch? Nein? Stimmt alles. Stimmt alles, also los, Leute. Und jetzt, egal was jetzt kommt, es wird durchgefahren. Es wird durchgefahren. Weil das ist einfach sonst nur Scheiße. Wie viel haben wir denn? 17, 18 um. Also, Justin hat den Auftrag zu drücken und zwar um 20.19 Uhr. Das heißt, es reicht fürs Setup noch. Und wirklich, denkt dran: weiße Reifen hatte keiner, die gibt's nicht. Okay? Pro Reifentyp Unterschied gibt es 10 Sekunden plus. Hast du die Soften qualifiziert, dann Medium genommen, plus 10, plus Medium, plus Weiß, nochmal 10. Also da machen wir diesmal keine Kompromisse. Wer mit weißen Reifen fährt, da bin ich dafür wirklich, da muss ich zwar noch mit Justin abklären, aber es muss wirklich sich an die Parc-Fermé-Regeln gehalten werden, weil die, die jetzt mit hart fahren, haben durchaus einen Vorteil. Wenn jetzt Safety Car kommt oder so, dann kann man immer noch gucken, okay, ist auch früh reingekommen, hat im Endeffekt nichts gebracht, außer 5 Sekunden Zeitverlust. Das gab es beim letzten Mal. So, und jetzt heißt es, Geduld haben. Eine Minute Geduld haben und nicht drücken, okay? Justin wird gleich drücken. Und dann kann es losgehen. Ich weiß, aller Start ist schwer, auch in so einer Liga, aber das ist halt wirklich ein Muss. Weil dann sollen alle oder dann sind alle bereit. Das ist fair. Das ist so im Sport. Auch wenn wir hier nicht wirklich uns bewegen oder so, nur unsere Fingerknochen irgendwie so ein bisschen. Aber das ist E-Sport. Ne? Und da kann man auch ein bisschen Verantwortungsbewusstsein hervorziehen. Ne? Das sollte schon drin sein. Also Leute, dann auf ein gutes Rennen. Ne? Und wir haben 2019. Jetzt gebe ich Justin das okay. Ach. Leute. Leute. Justin drückt. Justin drückt. Kein anderer. Ich weiß nicht, wie oft ich es noch sagen soll. Okay. Okay. Wieso ist denn der Snake raus? Wieso? So, alle Freunde natürlich. So, hat eine Einladung dazu bekommen. So, musste mal eben unseren Pole-Sitter einladen, weil da sieht man es nämlich auch. Zieht nämlich deutlich davon,
Deswegen, also unten nochmal kurz gewesen, unser Stop-Fenster, was so geplant ist oder so. Ne? Also, wie gesagt, schauen wir einfach mal rein. Also, was will ich jetzt haben? Intervall. Ich möchte natürlich Intervall haben. Ich möchte auch wissen, wie die Reifen ausschauen. Gut, also tatsächlich alle. Oh, was ist denn jetzt bei Death Snake passiert? So, also wirklich nur freie Reifenwahl. 11. und 12. Also nur für Justin und Mabi 17 bis 19. So, Telemetrie möchte ich natürlich auch eingeschalten haben gerne. Rundenzeiten ist auch immer schön zu sehen. Also da müssen wir tatsächlich gucken, weil jetzt haben sich wirklich alle bis auf Germe Matto irgendwie so ein bisschen, also da müssen wir gucken, warum das jetzt so unterschiedlich ist. Na, auf jeden Fall bei Death Snake weiß ich jetzt schon, das hängt damit zusammen, dass er rausgeflogen ist. Da habe ich jetzt auch schon gesagt, da müssen wir schauen, wie sich das Rennen jetzt entwickelt. Er soll erstmal normal fahren und dann müssen wir mal schauen, ne? Wie sich das widerspiegelt. Natürlich muss er jetzt auch so fahren, dass die, ja, also es ist schwer, ne? Also er wird natürlich jetzt wahrscheinlich von Tim und ein paar anderen vielleicht noch kassiert werden mit den harten, weil die schon fast bis 2 Sekunden ins Gewicht fallen, ne? Das ist schon brutal. So, auf jeden Fall, jetzt kommen die letzten Leute hier auf Start und Ziel. So, gelbe Flagge gibt's nicht, grüne Flagge, Restart und go. So, momentan, okay. Wieso sehe ich nur einen? Okay, besserer Rennstart, besserer. So. Vorne ist aber, war das jetzt ein Frühstart? War das jetzt ein Frühstart? Ich glaube nicht, oder? Team auf jeden Fall auf der 2 und Shikoro, der hat schon erwischt, oder was? Ist er schon? Den habe ich schon gar nicht drauf. Nee, Shikoro ist schon raus. Ist Boschel mit der Zeitstrafe. Eieiei, also da war jetzt was. Also Shikoro, unser Zweiter. Also vorne ist Death Snake auf weiter Flur davon geeilt, kann das Steuer aber nicht übernehmen. Wie kann das sein? So, ich versuche ihm nochmal eine schnelle Einladung zu schicken. Das muss einfach sein. Jetzt mal probieren wir es mal. Weil das ist nämlich Kacke. So. Also, Safety Car ist eh da.
Also, vorne Death Snake auf Hard. Dahinter Tim. German Maru hat's auf die 11 gebracht. So, und einige schon jetzt drin wegen Boxenstopp. So, 18. bis 21. Runde. Soft, Mediums 14 bis 21. So, Tim ist draußen geblieben, genau wie Bastl und Esbosiel. Justin auf Hard hat momentan alles richtig gemacht, muss man sagen. Ja, bei Death Snake ist gerade, glaube ich, echt bei F1 so der Wurm drin. Sagt gerade, fährt 20 GB Update. Eieiei, das ist scheiße. Vor allem schon wieder Pole, das sah richtig, richtig gut aus. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das tut mir jetzt echt leid. So, also jetzt gucke ich mir noch mal an, eben die Strafe von Esbosiel. Ja, da muss er irgendwie beim Safety Car muss er zu schnell gewesen sein, weil normal, aber da gibt es eigentlich Durchfahrtsstrafe. Abkürzen ist es ja nicht, das gibt die normale Dreier Regel, 3 Sekunden. Schauen wir mal. Also, Reifen. Wie gesagt, da wird es sowieso richtig, richtig heiß aussehen mit denen. Soft, soft, soft. Hart, hart. Medium, medium, medium. Hart, hart. Und hinten 2A Strafe. Da muss Mavi eben hinten drauf gekachelt sein. Ja, so wird es wahrscheinlich sein. So wird es wahrscheinlich sein. Justin in der Box wechselt auf Medium. Auf Medium unterwegs, der Justin. Jetzt. Mavi in der Box auch. Wechselt auch. So, Safety Car, was machen die Lichter? Müssten natürlich jetzt nach vorne gehen. Also, ja, Death Snake wird nicht fahren können. Da wird es komplett, glaube ich, kaputt gegangen sein. F1 oder so. Also, so ein Scheiß quasi. Also, da fährt quasi jetzt sein CPU. Das heißt, Riesenchance für Tim Bastl ist Boschiel. German Maddo ist draußen natürlich auf Hard. Das ist schon durchaus riskant. Ein bisschen risky. Hier. In seinem blauen Flitzer. So, gehen wir mal wieder nach vorne. Ich muss jetzt wissen, was das Safety Car macht. Also bei Esbosiel, bei unserem Titano und Safety Car kommt übrigens rein. Und bei Mabi 17 bis 19 müssen wir gucken, was da für eine Zeitstrafe ist. Weil ich denke mal, wenn es hinten drauf fahren ist, dann ist es halt selbstverschuldet und dann gibt es 5 Sekunden Abzug von dem, der vorne war.
Das wird halt dann wieder der Rennzeit abaddiert. So, also, dann geht's weiter mit dem Renngeschehen. Also, Death Snake vorne und er gibt natürlich das Tempo vor. Aber Tim ist direkt schon dran. Jetzt muss er nur aufpassen, dass er nicht jetzt schon vorbei fährt. Das Safety Car ist drin. So, jetzt kann Tim attackieren und natürlich Tim geht vorbei. Tim geht vorbei und hat natürlich jetzt freie Fahrt. Erstmal. Und ja, da ist natürlich der CPU hält es auf. Natürlich. So. Oh, oh, da gab es den Crash wieder. Bei Fixie. Gelb in Sektor 1. This other racer 4 auf die 3. Fixie ist tatsächlich schon draußen. Und hier ein wunderbarer Angriff von Esbosch hier, auch innen vorbei. So, jetzt außen vorbei von Yamamoto und, oh, oh, das ist jetzt Hardcore. Okay, also er hat wirklich Probleme. Das nehmen wir wirklich raus. So, Tim fährt vorne. 5,3 Sekunden weg. Bastelt weiter This Other Racer auf der 3. So, Boxenstopp von Bastel. Das ist natürlich schon. Wo geht's jetzt drauf? Auf welche Reifen für Bastel? So, jetzt müssen natürlich Flügel gewechselt werden und ohne Ende. Also, das ist ja krass. So, Yamamoto auf Hart auf Platz 3. Tim fährt momentan vorne weg in den Soft und natürlich, das muss er auch. Ja, das ist, also hier sieht es noch momentan echt gut aus, aber was da vorhin passiert ist leider mit Death Snake war echt, ist dumm gelaufen, muss man einfach sagen. Mavi mittlerweile auf die 5 vorgefahren, ist Bosch hier auf der 6, Justin auf 22 mit Mediums, Titan auf der 7, So, momentan nicht so viele Zweikämpfe drin. Die schnellste Runde von Tim 1, 45,727. Hätte damit extra Punkt. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, auf Soft ist es natürlich mutig da. Oh, das war ein Stück Flügel. Und ich vermute, er muss jetzt rein. Weil der Flügel ist fast weg. Der ist weg. Mavi 1, 44,010. Jetzt mit der schnellsten Runde. So, Krupp auch auf der 8. Krupp auf der 8. War auch vorher in der Box. So, Mavi. Oh, Esposchil hat die Wand gekratzt. So. Mavi kommt ran. Eine Sekunde hinter Bastel. Aber wir wissen natürlich auch, Bastel ist ein super Rennfahrer. Der hat sich auch super verteidigt. Das muss man echt sagen.
So, 8-7 momentan der Vorsprung auf Viz Other Racer und Yamamoto 9-8 zurück. So, jetzt ist er dran am Bastel. Mami 17-19 hat die Chance, an Bastel vorbeizugehen. Das heißt natürlich zurechtlegen und jetzt ist es natürlich noch ein bisschen enger hier wieder. Oh, oh, da hat er sich weggehauen. Bastel ist raus. Ditnot, nee, Titan ist raus. Was war das? Also schon befürchtet, dass dieses Rennen richtig abgeht. Aber so damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Vor allem nach diesem anfänglichen Problem. So, Jasse rückt jetzt vor auf die 8. So, und Mabi war dran. War dran an Bastel. Da steht er noch. Das sieht da nicht gut aus. Leute, passt auf, das VSC ist draußen. Er steht mitten an einer gefährlichen Stelle. Also, fahrt rum. Fahrt rum. So, this other racer mittlerweile schon auf die 2 vor. 8-3 zurück. So, es ist gelb in Sektor 1. Also hier handelt es gerade Safety Cars, VSCs und Frontflügel vor allem. Und nicht nur Frontflügel, auch Autos. FT2 Dim. Momentan 8 Sekunden vor This Other Racer. Also da muss man aufpassen, nicht dass er es jetzt überreizt. Aber er kriegt richtig guten Vorsprung heraus vor German Maddo, der auf Hard fährt. Der kann natürlich am längsten fahren von allen. Aber da müssen wir es halt noch prüfen, weil er der einzigste sonst war auf harten Reifen. Kruppt natürlich auch auf hart, aber hat auch noch 11-5 Rückstand der Esposchiel. Und das ist halt das Problem. Also Esposchiel war, glaube ich, vorbei an der Unfallstelle von Death Snake. Und dann hat es Krupp, Mavi, Justin, Titan auch ganz schön niedergerissen. Das muss man einfach so sehr sehen. Ne? Aber es sind von 12 nur noch 9 drin, wobei der letzte leider nicht gewertet wird. Oh, oh, bleib stehen, Tim. So, jetzt kommt's genau. Schau an Kumpel ran. Denk dran, das fährt CPU. Gut. Gut, gut, gut. Safe gemacht. So, This Other Racer im nächsten gelben Flitzer. Holt auf, 7-6. Also, jetzt muss Tim da wirklich gucken, dass er in die Box kommt. Weil die Zeit, der Zeitverlust ist natürlich schon deutlich da. Ne? Der ist da. So, Mabi 17-19. 3,3 auch er holt auf Krupp Stalingrad. Das macht aber der Reifen momentan aus. Fährt sogar immer neue persönliche Bestzeiten in einigen Sektoren. Also ich muss eigentlich sagen, es ist eigentlich Zeit. Er fährt noch eine Runde weiter. Okay, das ist mutig. Das ist mutig. Ich weiß es natürlich auch nicht, wie lange die harten Reifen halten. Ne? Die müssen jetzt theoretisch 17 Runden halten. Und da ist es halt zu sehen. Ne? Also This Other Racer bastelt German Maddo. Hat den Platz verloren an Bastel. Oh oh, nur konzentriert bleiben. Aber natürlich, wie gesagt, German Maddo kann natürlich länger fahren. Mit den Reifen. Aber hat die jetzt auch schon tatsächlich 8 Runden drauf?
also quasi vom Beginn an. Bastl hat die drei Runden drauf und fährt super Zeiten damit. Und es kann tatsächlich durchaus sein, dass es das erste Podium für Bastl wird. Also German Matto verliert jetzt schon deutlich Boden. Es sind schon 2 Sekunden jetzt innerhalb dieser einen Runde zwischen Hard und Medium. So, Mavi 17:19 holt auf Shikuro. 2,6 Sekunden sind es nur noch. This other racer 8,3 Sekunden der Rückstand wieder. Da hat Tim jetzt noch mal ordentlich was zugelegt. Oder es war ein Fehler von This other racer dabei. Das kann natürlich jetzt auch gewesen sein. Oh, also hier fährt Mavi 17:19 super rein. Das war echt super schnell. Ja, und leider Death Snake ganz hinten. Fährt leider nur der CPU. Also Tim vorne auf Soft. Also jetzt hat er, also vielleicht hat er auch wirklich kein ERS mehr gehabt. Aber momentan würde ich tatsächlich wieder sagen, die Reifen funktionieren. Die Reifen funktionieren. Und wenn das tatsächlich so sich ausgeht, dann könnte es sein, dass er mit Hard zu Ende fährt. Aber das ist natürlich auch riskant, weil This Other Racer Bastl, die haben natürlich jetzt auch, Medium ist die zweite Mischung. Ne? Medium ist die zweite Mischung nach Soft direkt. Sind ja alle mit Soft gestartet da vorne. Ja, Tim reizt es wirklich aus. Aber er muss auch wirklich reinhauen. 8-2. Und This Other Racer ist sein härtester Kontrahent. Definitiv. Was fährt denn er für Zeiten momentan? Bin ich jetzt mal gespannt. 8-3 fast hinter. Das sind was für Zeiten. 1,9, 1,40. 1,44,7. Auch er verbessert sich stetig. Tim ist in der Box. So, wo geht's jetzt raus? Tim gegen Bastl. Bastl ist auf der Langrand, aber das wird Tim locker halten. Ja, ja, locker. So, Tim ist auf Medium gegangen. Das ist natürlich jetzt eine Variante, die ist sehr interessant. Also, 15 Runden und das geht. Das geht. Und This Other Racer muss halt nochmal rein. Und hat halt diese 8,4 Sekunden Rückstand. Bastl 10,1 natürlich zurück. So, jetzt bin ich natürlich gespannt. Eigentlich muss This Other Racer jetzt feuern. Wenn er jetzt nicht feuert, dann wird es in diesem Rennen tatsächlich so laufen, dass Tim die größte Chance hat, dieses Rennen zu gewinnen. Acht Sekunden, also er holt schon auf. Tim holt schon auf. 2 Zehntel jetzt zwar nur gerade, aber es wird enger. Für Mavi 17 bis 19, da wird es auch richtig spannend. Jetzt 1,6 Sekunden. Er holt auf Krupp Stalingrad. Aber Krupp Stalingrad, ich bin mir eigentlich sicher, dass die harten Reifen, die jetzt bei Runde 5 und Runde, bei Runde 5 sind, das heißt, Isbosiel und Krupp Stalingrad, 5 Runden mit denen, das geht. 100 Pro. Da muss er aber natürlich trotzdem Mut haben. Und Mavi 17:19 muss rein. Eigentlich kann Krupp Stalingrad ihn fahren lassen. Er wird, glaube ich, nicht so viel Vorsprung rausfahren.
Also natürlich ein bisschen leicht verteidigen, natürlich, alles geht. Aber wenn man jetzt schlau ist, rausnehmen und dann hinterher nochmal Vollgas geben, wenn Mavi rein muss. Aber Mavi kann das auch so machen, dass er sich vielleicht genügend rausfährt, dass er hinterher am Ende mit Softdoor noch welche zufährt, welche Runden. Ne? ...1,4 Sekunden ist der Vorsprung. Und vorne sieht man das. Tim holt auf This Other Racer. Und This Other Racer, der wird das aber nicht halten können. Weil er muss rein. Die Reifen sind 9 Runden alt. So, jetzt bin ich mal gespannt, was Tim für Zeiten hier aufs Parkett legt. Also er kratzt die Mauer wirklich an mit allen 2 Reifen auf der Seite. So, Tim, was für Zeiten. Vorhin hatten wir mal bei This Other Race 1,44. 1,42,665. Da sieht man den Unterschied. Steht hier noch eine Zeit? Nee, steht nicht. Da sieht man das mal im Vergleich. Der kratzt wirklich die Linie bis zum Äußersten. Wahnsinn. Und Bastl fährt momentan ein super Rennen auf P3. Aber diese Medium-Reifen mit 7 Runden ist auch schon eng. Da muss er, glaube ich, nochmal rein. Und er kann sich natürlich genug Vorsprung rausfahren von German Mado. Is Boschiel und Krupp Stalingrad. Die können durchfahren. Das heißt, Bastl fährt gegen Is Boschiel und Krupp Stalingrad. Sekunden. Das ist brutal, was Tim gerade aufholt. Das ist brutal. 4-1. Er hält ja noch die schnellste Runde. Mavi ist wieder 1,8 zurück hinter Krupp Stalingrad. Aber beide holen sie richtig, richtig gut auf Is Boschiel. Also wenn ich jetzt Bastl wäre, ich hätte es riskiert, nochmal reinzukommen und dann geh auf Justin ist raus. Justin ist raus. Jetzt muss ich mal gucken, wo er steht. Wo steht Justin? Bitte nicht in der Burg. Bitte nicht in der Burg. Oh, nicht in der Burg. Wichtig. Oh, Justin ist in der Box. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. In der Box. Gelbe Flagge. So. Mabi 17-19 ist dran. 6 Zehntel an Krupp Stalingrad. So, jetzt hängt er ihm wirklich auf die Pelle. So, jetzt heißt es aber zurechtlegen. Nichts Unnützes riskieren. Nichts Unnützes riskieren. So, Is Boschiel ist an der Box gewesen. Das heißt, die beiden sind locker vorbei und Is Boschiel hat auf Mediums gewechselt. So, und jetzt heißt es wirklich nichts riskieren. Punkte hast schon safe. Auf der langen Geraden muss Krupp Stalingrad fällig sein. Da hat er gerade nicht den Speed. Er ist wirklich dicht hinten dran. So, jetzt aufpassen. Burgpassage. Beide treffen. Beide treffen. Gut. Beide getroffen. Und er macht es gut.
Er macht es gut. Und er muss jetzt aufpassen, dass er diese Kurven perfekt trifft. Dann kann am Ende der langen Geraden der Angriff kommen, der Finale. Auch er bis zum Äußersten gefahren. So, und jetzt die Treffen hier, inklusive der schnellen Kurven. Jetzt bin ich gespannt. Wer die am besten trifft, ist am Ende vorne. Es ist tatsächlich Mabi 17-19, der es am besten trifft. So, jetzt der Angriff. Der Angriff muss kommen. Wo geht Krupp Stalingrad hin? Oder wo macht's Mabi 17-19? Macht das innen und ohne außen. Er macht's außen. Und das ist gefährlich. Und das ist... Leute. Leute, lasst euch Platz. Lasst euch Platz. Krupp kann nirgendwo hin und es ist heraus. Leute, kann doch nicht sein. Okay, für das Überholmanöver, aber fahr außen rum. Außenrum. Brutal. So, Tim hat's wieder auf die 1 geschafft. Tim ist an This Other Racer vorbei und jetzt heißt es natürlich, was machen wir an Stops? Tim ist drin. This Other Racer kommt auch rein. Also jetzt haben wir ein Rennen wieder am Ende. Jetzt haben wir Rennen. So, Tim fertig, This Other Racer ebenfalls drin. Natürlich, alle soft. Oder? Ja, soft. Bastel in der Box, soft. 100 Pro. Nee, Mediums. Bastel Mediums. Okay, wir haben ein Mando. Bleibt der raus? Nee, der muss auch kommen. Der muss kommen. Auch die Harten werden es nie lange mehr machen. Ist nur die richtige Entscheidung. Und jetzt, was macht er? Soft. Ich sag soft. Bastel ist raus! Was ist denn da passiert jetzt? Also hier passiert ja... In ungeahnten Sachen passiert da immer was. Er hat Mediums drauf. Ist Bosch hier auf der 6? Kommt davor auf die 5? Oh wei, oh wei. Oh, da liegt ein Teil rum. Da liegt ein Teil rum. Yamamaru hat eine Zeitstrafe bekommen. Da muss ich mal prüfen, was es ist. Eine 5-Sekunden-Strafe. Da ist tatsächlich wahrscheinlich irgendwas bei Safety Car ist nicht glatt gelaufen. So, Reifen. Und wir haben noch 10 Runden, Leute. Und wir haben 5 Leute am Start. Ach du Scheiße. Also, ich weiß gar nicht, ob es an Aserbaidschan liegt oder ob heute der Tag für viele gebraucht ist, so wie es ausschaut. So, jetzt heißt erstmal hinter Safety Car einreihen. Oh je, je, je. So. Isboschel ist der Letzte, der sich dann einreihen muss. Tim, This Other Racer und Mabi 1719 ist da dran. Also, es wird interessant. Also, es wäre noch interessanter, wenn man gesehen hätte, wenn Germán Maddo oder Isboschel nochmal auf Soft gehen. Box von Mabi und Germán Maddo nochmal. Isboschel fährt natürlich weiter, der muss weiterfahren, natürlich. So, kommt er vor den beiden raus. Ja, Isboschel auf
P3. So, jetzt reihen sie sich ein. Also, Tim vorne, dann This Other Racer, der muss aber eigentlich, genau, er muss näher ran. Wieder, denkt an die 10 Wagenlängen Abstand. German Malo hat tatsächlich, er hat es jetzt gemacht und ist auf Soft. Jetzt muss ich sagen, richtige Entscheidung. Und das wird echt interessant. Weil er kann auf Mavi 17, 19, der hat auf Hard gewechselt. Wieso hat er auf Hard gewechselt? So schnell kannst du eigentlich gar nicht fahren, dass du die Harten in einem so schnellen Zeitraum kaputt fährst. So, jetzt denk dran. Safety Car kommt rein. So, ab zu Tim. Er darf das Tempo bestimmen und alle anderen müssen aufpassen. Habe ich schon gesehen, ja, Mamado und Mavi 17, 19 sind aufgefahren. Muss ich prüfen? Müssen wir gleich was reinschreiben, weil das ist natürlich riskant immer. Aber wie gesagt, Tim darf das Tempo machen, sonst keiner. Und da müssen sie alle anpassen. Das ist natürlich interessant jetzt. So, gibt der jetzt Tempo. Das sieht fast aus wie fliegender Start. Oh, This Other Racer muss aufpassen. So, jetzt geht der Casala. Das gleiche, was Verstappen am Wochenende gestern gemacht hat. Und er schaut innen This Other Racer. Tim hat's gut gemacht, erstmal um Kurve 1, super. So, Boxenstopp von Mavi 17, 19. Ist Boschil hat auch eine Zeitstrafe gekriegt, da muss ich schauen. Ist auch eine 5 Sekunden Strafe, also da muss auch was gewesen sein. Also gleich, also ich sag's mal so, gleich wird's wahrscheinlich bei uns Videos hageln. Ganz klar, kann ich auch verstehen. Es ist viel passiert in diesem Rennen, muss ich sagen. Aber jetzt geht's um den Sieg. This Other Race 1-4 zurück. Boschiel hält aber noch mit da rein. Das sind nur 6 Zehntel, die Boschiel hier Rückstand hat. Oh nein, nein, nein. Oh, jetzt aufpassen, 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 aufpassen. Mein, fahr weg. Vorsicht. Leute. So, prüfen, so ein nächstes Mal. Ich weiß, die Strecke ist schwierig, aber ja, German Malo jetzt im Vorteil, sagen wir es mal so. Mavi 17, 19 muss ich reinhauen, 10, 6 Rückstand auf dem Soft. Eieieiei. Vierte Rennen übrigens, nächste Woche ist Monaco. Leute, ich wollte es nur mal gesagt haben. Und Monaco ist nicht einfach. Sagen wir es mal so. 1:41.705 die Zeit. Tim fährt deutlich schnellere Runden. 2,5 setzt er sich ab. German Malo auf Soft, verliert aber deutlich. Aber natürlich auch durch den Dreher von Boschiel. Dafür konnte er jetzt leider auch nichts. Oh, Justin sagt gerade, nächste Woche Belgien. Stimmt. Danach, fünfte Rennen ist Monaco. Oh,
Belgien, zum Glück Eau Rouge, immerhin. Eau Rouge geht noch. Aber Monaco, Leute, schießt euch bitte nochmal ein. Heieiei. Das ist echt krass. Also hier, Justin, es gibt gleich einiges zu besprechen. Sogar einiges live drauf. Ne? Also, so. Isbosch hier scheint aber keine keine weiteren Probleme am Auto zu haben. 2,4 wieder hinter German Maddo. Da muss man aber gucken, wo er German Maddo die Strafe hat. Jetzt verliert es wahrscheinlich ja doch ein bisschen auf German Maddo, 2,8 wieder 4 Zehntel raufgegangen. So, was fährt ein Mavi 17,19 jetzt für Zeiten? 1,5 schneller. Also er kommt deutlich ran an Isbosiel. Also das wird eng. Wenn das so weitergeht, wird er ihn in den letzten paar Runden haben. Oder in der letzten Runde. 7,2. 7,1 jetzt gleich. So, und was macht die Zeit? Das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Jetzt schon wieder 6 Zehntel weniger als vor noch 15 Sekunden. Der ist momentan brutal, ne? Tim fährt momentan auch super Zeiten, ist Other Racer auch wieder auf persönlicher Bestzeit unterwegs. So. Selbst wenn man Tim jetzt sagen würde, Junge, keep cool, lass ruhig angehen, vergiss es, dann ist Konzentration raus, dann funktioniert nichts mehr. Also Tim for this other racer, 5,3 Sekunden, 14,1 dahinter German Maddo, wo man aber noch prüfen muss, was haben die harten Reifen bewirkt, weil es kann ja nicht sein, wenn man Park Fermé einstellt, sagt und sonst was. Und auch in den Regeln steht, und die Regeln sind in unserem Discord-Channel drin, die muss man sich durchlesen, dann muss man sich dran halten. Ansonsten muss man mit einer Strafe rechnen. So einfach ist es. FD2T08 dahinter. Mabi 3,9 Isbosiel. Also eins sage ich nur, German Maddo wird Zeit brauchen vor Isbosiel und Mabi, weil ich glaube, dass da von uns, also da muss gehandelt werden, weil er war zwar nur 9. oder so, aber er hat trotzdem gegenüber anderen einen Vorteil gehabt. Wie sich dann entwickelt hat, ist ja egal, aber Park Fermé ist Park Fermé und das sind Regeln, wo man sich einfach dran halten muss. Aber für einige tut's mir echt leid. Shikuo ganz früh raus. Ganz blöd gelaufen. Titan hat sich weggedreht in der Burg und stand da quer. Das war auch super riskant. Aber die Dinge passieren einfach. Ne? Und wenn man halt ohne Ghosting fährt, schön real oder so, dann muss man halt aufpassen. Und gerade hier ist es super riskant. Ne? Super riskant. Ja, Krupp leider mitgenommen von Mavi 17,19, muss man sagen, ganz klar. So, jetzt wird Mavi 17,19 erstmal gleich gegen Isbosiel einen Angriff wagen. Er hat jetzt deutlich aufgeholt. 7,6 Sekunden oder so waren das. Also es war brutal, wie der jetzt rangeflogen ist. Und das gegen Medium, ne? Medium gegen neue Softs. Hat jetzt aber wieder ein bisschen verloren gehabt, aber er wird jetzt an der langen Geraden den nächsten Angriff wagen. Saugt sich hier schon ran. Jetzt ist der es auf und da sieht man, wie er ranflügt.
Aber das ist fast zu weit. Das ist zu weit für einen Angriff. Das ist zu weit und wird nicht reichen. Nee, es reicht nicht. Trotz viel ERS. Und er hat ERS immer noch drin gehabt. So, jetzt wieder DRS-Zone Nummer 2. Jetzt hat er beim Rausbeschleunigen ein Problem gehabt. Ist nicht richtig auf dem Gas gestanden. Ist weggedriftet. Aber auch hier ist es kein Angriff. Und vorsichtig, Leute. Lasst euch Platz. Aserbaidschan ist kein Autoscooter. So, jetzt geht es gleich auf die Burg zu. Unsere schöne Altstadt mit der Burgpassage. So. Also, jetzt sind wir quasi drin in der Altstadt. Rechts rum und jetzt gibt es die Rechts-Links-Kurve. Und das heißt wirklich, Achtung, Leute. Super, beide durchgekommen. Ja, weiß nicht, ob er zu viel will diesmal wieder. So, da muss ich jetzt mal im Auge behalten. Nicht die Reifen, sondern die Strafen. Weil da kann man dann auch sehen, wegen hinten drauf fahren, was da vielleicht ist. Aber Isboschel verteidigt sich hart. Er verteidigt sich hart. So. Aber Mavi 1719 hat kein ERS mehr. 3%. Das reicht nicht. So, jetzt fliegt er ran. Und jetzt muss eigentlich der Angriff kommen. Jetzt kommt der Angriff gegen Isboschel. Und der ist gekommen, aber er fährt völlig in die Wand. Völlig in die Wand und Frontflügel im Eimer. Und hier muss man sagen, super reagiert von Isboschel. Er hat auf sowas spekuliert. Er hat darauf spekuliert. So, Mavi 1719, 3-4 jetzt zurück. Jetzt ist aber auch natürlich interessant zu sehen. Isboschel auf German Mado. Interessant, 2, ja, jetzt wieder 3229. Aber schwankt ganz schön mit den Zeiten. Weil German Mado, der hat natürlich, jetzt kann ich natürlich von den Strafen wieder raufgehen, auf die Reifen. Also 5 Runden Soft, also da holt Isboschel schon deutlich auf. Und Mavi 1719 hat natürlich mit dem Frontflügel. Ja, also sagen wir es so, einfach den Bremspunkt völlig verpasst. Bremspunkt völlig verpasst. So, Mavi 1719 natürlich in die Box. Also, natürlich Möglichkeit für ihn, doch nochmal neue Softs zu holen und dann vielleicht nochmal auf die schnellste Rennrunde zu gehen, die immer noch Tim haben müsste. So, er fährt jetzt hinter Death Snakes CPU leider her. Aber das hat sich schnell erledigt. German Mado kommt sehr weit raus. 2 Sekunden ist noch der Abstand auf Isboschel. Also Mavi hat die Zeit abgesessen. Eieiei, jetzt fährt er sich den Frontflügel klein.
German Maro fährt sich den Frontflügel klein. Das heißt, Riesenchance für Esposch hier, jetzt aufs Podest zu fahren, Junge. Vorne scheint ja alles super in Ordnung zu sein. Zwischen Tim auf der 1, This Other Racer auf der 2. Dritter ist momentan German Maro. Und er muss natürlich durchfahren. Er muss natürlich durchfahren. Aber Esposch hier ist dran. 1,2 Sekunden nur noch. Und es sind nur noch zwei Runden. Und natürlich, Mami versucht da, also hat jetzt schon 3 Sekunden gut gemacht. So, Esposch hier ist dran auf Mediums. Er ist dran auf Mediums. Und er hat eine riesen Chance aufs Podest zu fahren. Und die wird er höchstwahrscheinlich nutzen, weil Frontflügel und schon deutlich schneller ist natürlich ein heißes Ding. So, jetzt geht's in die Altstadt wieder. Hinein durch die Burg. Die Burgpassage und wundervoll durchgefahren. Beide, aber trotzdem, German Maro ist besser durchgekommen als Esposch. Das war jetzt natürlich gut. Worauf er natürlich auch einen Fokus dann legen muss, dass es funktioniert. Was fährt Mavi für Zeiten? Ja, kann man jetzt noch nicht beurteilen. Das werden wir in der letzten Runde sehen. So, FT2 Tim ist auf Siegkurs. Jetzt eigentlich der letzte Angriff. Er ist drin im DRS-Fenster. Er muss sich ransaugen. Er hat nur noch 2 Chancen jetzt. 0,8 zurück. 0,9 jetzt. Das ist zu viel. Also wenn German Maro erstmal keinen Fehler macht, hat er die Chance auf dem Podest zu landen im ersten Rennen. So, FT2 Tim auf Siegkurs. Mitte der Strecke momentan. Jetzt das letzte Mal durch die Burg. Da kann er auch mit 20 km/h lang fahren. Es sollte reichen. So, Esposch hier ist bis auf 5 Zehntel ran. Oh, da ist er auch sehr weit rausgekommen wieder. Es bleibt nicht mehr viel Möglichkeiten für Esposch hier. Nur ich sag, bleib cool, Junge. Bleib cool. Mavi 1,40,896. Neue Bestzeit. So. Für Tim ist gleich das Rennen vorbei. Noch einmal safe um die Strecke ist Bosch hier, hat es gepackt. Er packt, oder? Oder? Wie schaut's aus? German Maro wieder durch die Burg. So, Tim ist durch. So, das letzte Mal. Zielflagge für Tim. This other racer auf der 2. Jetzt aber nochmal. Unbedingt ist Bosch hier gegen German Maro. So, oh, da dreht er sich weg, da driftet German Maro weg. Und Esposch ist vorbei. Doch ein harter Kampf noch auf der Strecke. Brutal. Und Mavi 17, 19, noch 10, 12 Sekunden gut gemacht, Leute. Super schnell, This Other Racer ist durch. Dritter ist Esposch vor German Maro. Oder kommt noch mal ein Angriff? Er kommt nochmal, Leute! Ei, ei, ei. Mavi 17, 19. Ei, 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 ei. Mavi 17, 19 fährt noch als letzter über die Ziellinie. Death Snake auch Rennen beendet. Gut, also. Ehrlich gesagt, ich bin froh, dass es vorbei ist. Muss ich sagen. Sorry, aber ich habe in so vielen Rennen bin ich jetzt schon mitgefahren und das war jetzt krass. Das war jetzt krass. So, hier müssen wir dann nochmal festhalten. So, wo haben wir unsere schöne Liste? Okay, lassen wir uns nochmal feiern.
Natürlich, unser Podest. So, jetzt müssen wir schauen. Also, Sieger, erstmal. FT2 Tim, this other racer is Boschier, Germamado, Mavi 1719. Dann eigentlich Death Snake, der leider ja, rausgeflogen ist zu Beginn. Dann Did Not Finish, Bastl, Krupp Stalingrad, RWR Justin, Tidan, Fixie, Shikuro, Tenno. Gut. Also, ich kann aber jetzt schon mal etwas sagen. Ich fürchte, dieses Ergebnis ist jetzt erstmal ein Richtwert. Er ist nicht das endgültige Ergebnis. Das wird es nicht geben. Also, Platz 1 und 2, da kann ich schon mal sagen, das ist safe. Da wird nicht dran gerüttelt oder sonst was. 1 und 2, Tim und This Other Racer sind safe. Also, das war auch ein fantastisches Rennen, da ist nichts passiert. Aber wir werden uns wahrscheinlich noch einige Dinge anschauen müssen. Also Leute, ich hoffe, ihr seid dann nächste Woche auch wieder dabei, wo es dann weitergeht in Belgien auf der Eau Rouge in Spa. Und ja, dann werden wir uns wiederhören. Also Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.